In Pirna wird Stadterleben hörbar gemacht. Eine neue App soll dafür sorgen, dass Anwohner und Besucher unsere Stadt aus neuen Blickwinkeln und Perspektiven kennenlernen können. Robert Körner, wie funktioniert der neue Pirna Hörerlebnispfad? Also der Pirna Hörerlebnispfad, das sind 19 Stationen, die wir sinnvoll miteinander verbunden haben. Der eine oder andere kennt ja vielleicht diese bunten Steine, die wir hier 2015 mal gelegt haben über ein Projekt vom City Management. Die sollen so als Navigation gelten und führen uns sozusagen durch die Stadt einmal drumherum. Der Klassiker, wenn man eine Stadt kennenlernen will, ist der gedruckte, der haptisch anfassbare Reiseführer. Den habt ihr jetzt quasi in akustischer Variante geschafft. Wie soll das Ganze funktionieren? Wie versucht ihr da jede Altersgruppe mitzunehmen? Also wir haben eine App geschaffen, die ist kostenlos downloadbar für alle Geräte, egal ob Apple oder Android. Und man kann dort dann in dieser App selber wählen, was möchte man hören. Ich selber bin Familienvater, ich weiß, meine Kinder wollen was anderes hören. Deswegen greifen wir dort wieder zurück auf unsere Pine, weil wir wollen ja immer das Bestehende mit dem Neuen verbinden. Und die Pine zeigt den Kindern aus Kindersicht, was man so erleben und Spannendes erfahren kann. Willkommen in meiner Heimatstadt Pirna. Cool, dass du dir mit mir alles angucken willst. Das wird super spannend, versprochen. Wir gehen Schätze suchen und muscheln. Ja, jetzt, ich als Erwachsener sage vielleicht, Mensch, eine Elfjährige ist jetzt nicht meine Zielgruppe. Ich höre mir lieber was anderes Spannendes an. Deswegen wird Ilse Behnert hier auch eine Tour haben an diesen 19 Stationen. Zuerst einmal Hallo und Gratulation. Sie haben nämlich auf einen richtigen Bibus auf Ihren Handy gedrückt. Drum kriechen sie es jetzt mit mir zu tun. Und für den das Sächsische nichts ist, der kann Tom Pauls in Hochdeutsch erleben. Und der beschreibt sehr malerisch noch einmal, was man auch so Spannendes hören kann. Also wir können sagen, wir haben drei grundverschiedene Hörerlebnispfade. Robert, ihr habt 19 Stationen hier geschaffen, um Pirna besser kennenzulernen. Und eine ist nicht nur akustisch, sondern die ist auch audiovisuell in dem Fall sogar dargestellt. Worum handelt es sich dabei? Genau, also das ist die Augmented Reality-Lösung. Wer das Mühlbild kennt, der weiß, das haben wir bisher als Puzzle, kann man den Markt mit seinen Akteuren erleben. Und das haben wir jetzt hier sozusagen in der Tat umgesetzt. Also das heißt, man zieht sein Handy an der 19. Station, loggt sich ein. Und dann ist ganz, ganz wichtig, dass das Handy sich erstmal kalibriert. Also, dass man schaut nach oben und nach unten und nach links und nach rechts. Ja, wird man auch geleitet dazu. Und dann, wie per magischer Hand, erscheinen auf einmal 30 Figuren. Und die kann man dann noch zusätzlich erkunden. Willst du Pirna im Schnelldurchlauf kennenlernen? Dann mach mit beim WGP Citylauf. Der ist immer im Herbst, spätabends. Voll cool, mit Fackeln und so. Pirnas Charme ist so beständig, weil er in Stein gemeißelt ist.